Erneuter Erfolg der DEPOLG Bayern für die Polizeibeamtinnen und Beamten in Bayern. Der Landesvorstand konnte in einem Gespräch Innenminister Joachim Herrmann davon überzeugen, für alle Kolleginnen und Kollegen ein Oberschenkelholster zur Auswahl anzubieten. Nun, wir haben ja die Kollegen jetzt mit vielen neuen Holstern ausgestattet, aber es ist der Wunsch mal an uns herangetragen worden, dass man doch ein Oberschenkelholster für alle Kolleginnen und Kollegen, also nicht nur die mit speziellen Themen, Reiten, Motorrad, geschlossene Einheiten ausstatten könnte. Wir gehen da jetzt nochmal in einen Trageversuch und werden einige Kollegen in Bayern bitten, das auszuprobieren, inwieweit wirklich im Alltag für den ganz normalen Streifenpolizisten ein solches Oberschenkelholster sinnvoll ist. Weiteres Thema in dem rund einstündigen Gespräch, die kommende Fahrzeugausschreibung. Ja, wir haben ja grundsätzlich eine ganz breit angelegte Palette an Dienstfahrzeugen. Wir erkennen aber auch die Problematik durch diese Vielfalt. Und wir haben heute im Gespräch mit dem Innenminister auch dargestellt, dass wir bereit wären, eine Reduzierung dieser Palette mitzutragen, wenn gleichzeitig aber eine Standardisierung hinsichtlich der Bedienelemente und auch der Verbausätze damit einhergeht. Auch bei der Erfüllungsübernahme für Tarifbeschäftigte sagte der Innenminister seine weitere Unterstützung zu. Wir werden dieses Thema auf jeden Fall in die weiteren Gespräche mit dem Finanzministerium einbeziehen. In der Tat ist das nicht nur ein Beamtenthema, sondern auch eines für Angestellte und die müssen den gleichen Schutz erhalten. Nachdem vor wenigen Wochen das Innenministerium die Sollstellenverteilung für Bayern neu geregelt hatte, sind im Nachgang insbesondere im Bereich der Bereitschaftspolizei Diskussionspunkte aufgetaucht. Wir haben den Minister darauf hingewiesen, dass hier diese offenen Fragestellungen in Kürze dann auch angesprochen werden. Und die Zusage war auch hier jetzt gewesen, dass man sich da die genauen Hintergründe, ob das jetzt halt Haushaltsstellen sind, ob das KW-Stellen im Dienstpostenbereich sind oder ob es um Zusatzaufgaben geht, alles nochmal anschauen muss, um hier auch festzustellen, ob das dann alles richtig gelaufen ist. Der Wildwuchs bei den Strukturen der OED sowie die Stellung deren Leiter wurden durch die DEPOLG Bayern ebenfalls thematisiert und dem Innenminister erläutert. Wir werden darüber jetzt auf jeden Fall im zweiten Halbjahr intensiv reden. Ich will unbedingt, dass wir bis zum Jahresende zu einer klaren Entscheidung kommen, wie in Zukunft die Strukturen mit den Einsatzzügen, mit den weiteren besonderen Einsatzkräften aussieht. Auch welche Mindeststärke wir zum Beispiel beim Einsatzzug haben, all das muss geklärt und dann auch wie dann die Strukturen der Dienststellen aussehen. Die DEPOLG Bayern für euch wie immer am Puls der Zeit.